In diesem Video soll es darum gehen, Bilder zu den Artikeln hinzuzufügen. Ich gehe also in meinen Editorenmodus, habe ja den Text bearbeitet, habe Metadaten hinzugefügt und möchte jetzt ein Bild in diesen Absatz hinzufügen. Dazu benutze ich den Bildmanager vom JCE, das ist der Content Editor, und gelange mit Klick auf das Bilder-Icon in mein Verzeichnis auf meinem Webserver. Ich bin hier in dem sogenannten Root-Ordner. Hier liegen die Bilder, die ich einlesen kann. Ich habe also hier meine Beispielbilder und habe hier einen Sonnenuntergang. Wenn ich dieses Bild anklicke, kann ich hier eine Vorschau sehen von dem Bild, kann sehen, wie groß es ist. Es ist 400 x 300 und es hat nur 16 KB. Das sollte die richtige Größe sein, um ein Bild in einen Artikel einzufügen. Man sollte nämlich immer darauf achten, dass die Bilder nicht zu groß sind. Bitte keine Bilder einsetzen, die 1500 Pixel oder so groß sind, denn der Webserver braucht die Zeit, dies zu laden, um ein Bild anzuzeigen. Je kleiner und optimierter die Bilder sind, desto schneller ist die Ladezeit des Servers. Ich habe also meinen Sonnenuntergang, kann hier einen alternativen Tag angeben, der auch relativ wichtig ist. Da würde ich vielleicht ein Bild eines Sonnenunterganges schreiben. Sehe hier die Größe und kann hier auch noch sagen, das Bild soll überhalb des Textes sein oder zum Beispiel links vom Text. Das sehe ich in diesem Vorschaufenster. Wenn mir jetzt der Text zu sehr am Bild klebt, kann ich hier, dazu muss ich erstmal diesen Haken entfernen, einen Abstand eingeben, zum Beispiel 15 Pixel. Und das andere soll auf 0 gesetzt werden. Da brauche ich keinen Abstand. So, das möchte ich aber jetzt nicht, sondern ich setze einfach auf nicht gesetzt, weil das Bild ja mitten im Artikel positioniert werden soll. Ich klicke also das Bild an und gehe auf Einfügen. Wenn mir das Bild jetzt immer noch ein bisschen zu groß ist, kann ich das Bild anklicken und dann mit den Anfassern und mit gehaltener Shift-Taste das Bild etwas verkleinern. Werde das nun wieder speichern und sehe die Änderungen auch sofort im sogenannten Frontend, also gleich auf der Webseite. Das gefällt mir so, wie es jetzt ist, und ich kann mich wieder abmelden.